Hier ist wieder Plainbrawn mit einer neuen Let's Play-Folge. Heute mit der Fiat Abarth 131 Rallye oder 131 Abarth Rallye. Wie ich den jetzt auch immer nenne, es ist mir egal heute, wie ich den nenne. Es ist ein Fahrzeug, das hat wirklich eigentlich Legendenstatus eigentlich im Grunde genommen. Weil erstens, dieses Modell wurde eigentlich sehr, sehr lang gebaut. Später hat Lada die Technik übernommen. Ich glaube, Lada hat den sehr, sehr lang gebaut, diesen Fiat 131er. Aber es geht heute nicht um diesen Lada, sondern nur um diesen Fiat hier, um einen ganz speziellen 131er. Und das ist hier die Abarth Rallye-Version, Variante von dem Wagen. Und das hat eine richtig coole Geschichte zu dem Wagen. Und ja, wir werden heute die technischen Daten eingehen. Wir können jetzt schon mindestens mal keine Motorhaube öffnen. Dementsprechend gehen wir so ein bisschen zu diesem Wagen. Ja, Abarth Fiat 131 Rallye. Wie er hier im Spiel heißt. Oder man kann sich eigentlich über den Namen langsam streiten, wie er eigentlich genannt werden soll. Den gab es sogar als Seat, der Wagen. Das ist normales Modell, aber hier die Abarth-Variante gab es nie als Seat und so. Und ja, jetzt kommen wir langsam zur Geschichte oder zur Story zu dem Wagen. Von 1976 bis 1980, also Januar 1976 bis Juli 1980, entstand aus Homologationsgründen auf Basis der Zweitierung Limousine Kleinserie von 400 Fahrzeugen mit der Bezeichnung 131 Abarth Rallye, auch Abarth Stradale genannt, deren Karosserie von Bertone und deren Technik von Abarth modifiziert wurde. Dabei erhielten die Fahrzeuge einen 16V-Motor mit 2 Liter Hubraum, der in der Straßenversion 140 PS geleistet hat und in der Rallye-Werksversion bis zu 210 PS. In Klammern Vergasermotor bzw. 235 PS, in Klammern Motor mit Kugelfischer Einspritzanlage leistet, sowie eine Hinterachse mit unabhängiger Radaufhängung. Also die Räder waren quasi alle einzeln aufgegangen. Das war halt fahrwerkstechnisch sehr interessant bei dem Wagen gewesen. Und das hatte auch der Lancia Stelter Integrale auch in dieser Aufbau gehabt. Ja, wir gehen jetzt aber wirklich zu den technischen Daten langsam und schauen mal, was dieser Wagen unter der Haube hat. Wir können ja nicht unter der Haube gucken. Wir haben schon ein bisschen schon die technischen Sachen gesagt. Wir haben einen Fiat-Motor unter der Haube, einen modifizierten, den Abarth modifiziert hat. Das äußere Karosseriedesign kommt von Bertone. Ja, da steht sogar außen drauf Bertone. Ich betone es halt nochmal, Bertone. Und wir haben das ältere Modell mit 100, wir haben die, nicht das ältere, wir haben die Straßenversion mit sagen und schreiben 140 PS. So, wir gehen jetzt auf die Taten. Wir haben unter der Haube einen 2 Liter längs eingebauten 4 Liter Motor, der mit einem Weber-Vergaser bestückt ist. Der hat 16 Ventile, also 4 Ventile pro Zylinder und dementsprechend leistet er 140 PS. Diese 140 PS bringen 172 Newtonmeter auf die Hinterachse und das wird verwaltet mit einem 5-Gang-Schaltgetriebe. Der Wagen selbst und der Motor selbst muss nur 980 Kilogramm in Bewegung setzen. Dementsprechend hechtet dieser Wagen in 8,2 Sekunden von 0 auf 100. Also nicht so schnell wie ein Lancia Stratos. Aber dafür hat eine Topspeed von 190 km/h. Ja, das Fahrt dieser Fiat, der gefällt mir so sehr. Ich mag dieses kantige Design, ist von dem Wagen so cool und kultig geworden. Ja, und der Wagen hat eine sehr, sehr große Historie in der Rallye gehabt. Der hat auch in der WRC auch gewonnen gehabt. Und ja, in der WRC hat er sogar gewonnen, also in der Rallye-Meisterschaft. Und in der Rallye-Meisterschaft war der Wagen auch sehr erfolgreich. Nicht zu überlegen, welche. Sehr erfolgreich.
Dann fragt sich jeder, wie kann so ein Wagen erfolgreich sein? Ja, wir gehen mal und überlegen mal, wie so ein Wagen erfolgreich werden kann. Der kann auf der Rallye teilnehmen, er kann ja auch im Motorsport teilnehmen. Und ja, im Motorsport wurde der ja nur in der Rallye eingesetzt. Fiat gewann mit dem 131 Abarth in den Jahren 1977 und 78 und 1980 die Markenweltmeisterschaft. Und jetzt kommt der Knaller. In der Saison 1980 wurde Walter Röhrl, ja, der legendäre Rallye-Fahrer Walter Röhrl, der deutsche Rallye-Fahrer, wo mit dem Fiat 131 Abarth Rallye das erste Mal Rallye-Weltmeister. Und das will jetzt was sagen nennen. Walter Röhrl ist ein sehr, sehr guter Rallyefahrer, ein richtig guter Rallyefahrer geworden und ja, und er kann richtig gut fahren. Und dass er mit so einem Wagen, der eigentlich gegen die anderen Fahrzeuge im Nachteil ist, mithalten kann, das ist unglaublich. Der Wagen war ja, und wir gehen jetzt mal ein bisschen darauf ein. Im Sporteinsatz konnte der Fiat 131 Abarth durch sein sehr gutes Fahrverhalten überzeugen. Vor allem hatte er eine gute Traktion und hatte dadurch entscheidende Vorteile in diesem Punkt gegenüber dem Ford Escort RS. Die Schwachstelle des 131 Abarth Rallye im Wettbewerb war stets sein Motor, der auch nach Modifikationen wie Umstellung auf Trockensumpfschmierung und Einspritzung niemals mehr als 176 kW, also 240 PS, leistete, während der Motor des Escort zu dieser Zeit 191 bis 206 kW, 260 bis 280 abgab. Ja, der Wa Walter Röhrl war quasi leistungstechnisch mit dem Wagen von der Motorleistung komplett im Nachteil gewesen. Der Wagen hatte nicht mal 260 PS, der hatte 20 bis 40 PS weniger Leistung als ein Ford Escort. Und wir überlegen, der Lancia Stratos, der hatte 280 PS und einen V6-Motor, der ist ja noch mehr im Nachteil, der kleine Fiat. Und er war halt in beiden in derselben Rallye-Klasse und das war schon ein Knaller, als Walter Röhrl gezeigt hat, das Ding kann auch mit den ganz großen Rallye-Fahrzeugen mithalten, der kleine Fiat. Und dementsprechend schauen wir den mal jetzt doch von innen an. Also ich erzähle und schwafel euch jetzt schon mal mit Storys voll. Wir sehen, der Tacho geht bis 230 km/h. Und da waren es einfach nur Linien. Alle schön kantig, eckig, wie man den kennt. Und ich muss schon sagen, die Armaturen gefallen mir auch. Und ist auch noch ein alltagstaugliches Auto. Eine zweitürige Limousine. Und ja, was braucht man denn? Wir haben Tür auf, Tür zu, sonst nichts. Und wir gucken mal, ob wir irgendwas Rallye-mäßiges dran machen können, auch von außen. Irgendwas Original? Nee. Ja, nur die Mudflaps und Zusatzscheinwerfer. Aber wir müssen wirklich mal gucken, was wir für Designs haben, bevor wir jetzt auf die Teststreckenrunde fahren und gehen auf die Teststrecke. Schau mal, weil gab es ja in verschiedenen Farben. So, Kaliber schon. Ja, er gab es erstmal in dieser Farbe auch in dieser Lackierung. Er gab es in zwei verschiedenen. Das ist hier die Röhrl 80 Monte Carlo dementsprechend. Und dann gab es noch die Olio Fiat Rally. Ich könnte jetzt darauf gehen, weil das ist halt das Design, was Walter Röhrl ja hatte an seinem Fiat. Aber wir gehen mal zu diesem Design, weil das hatte auch das der Werks-Fiat gehabt. Der Werks-Abarth, also das Werksteam vom Fiat, meine ich mal, gehabt. Und das Design finde ich auch cool. Also, ja. Wir gucken den einfach nur an und hier. Fiat Abarth Rally Portugal. So ist der Wagen auch M. Verini, also auch gefahren, auch in diesem Design. Und ja, dementsprechend fahren wir jetzt das Auto. Jetzt auf unsere Teststrecke. Dementsprechend wird sehr spaßig. Ja, vier Zylinder. Wir werden etwas weniger Ladung haben, aber wir sind trotzdem in der C-Klasse.
Leistungsindex. Wir haben einen Leistungsindex von 510 und immer noch in der C-Klasse. Also wir sind am unteren Ende der C-Klasse, wo der Stratos am oberen Ende ist. Und ja, dementsprechend wird es sehr interessant. Und was er hier für eine Rundenzeit fährt. Ja, es gab den auch mit Einspritzmotoren auch, die Rallye-Version. Also die haben ja auf Einspritzung ja auch geändert, von Vergas auf Einspritzung. Es muss hier halt der Einspritzer-Motor sein, bei Walter Röll gewesen sein, der mit dem Einspritzer dann sein Rallye-Erfolg auch gefeiert hat. Hier haben wir einen Vergasermotor, also der wie dem Ur-Rallye-Modell auch eh gleich ist, der Rallye-Version. Und ich bin jetzt mal einfach gespannt. Wir haben Hinterradantrieb, Frontmotor, Fünfganggetriebe. Da bin ich halt mal gespannt, wie schnell er hier um die Ecken wieselt. Und wo er sich positioniert, ob er sich vorm Lancia nicht Delta, sondern vorm Stratos positioniert oder sich hinter dem Stratos einreihen muss. Weil das wird ja halt interessant. Weil der Wagen konnte ja schon die deutlich stärkeren Fahrzeuge ja schlagen von seiner Dynamik her, weil der Wagen war ja verdammt wendig zu seiner Zeit gewesen. Also Walter Röll konnte beweisen, dass der Wagen trotz seiner Leistungsnachteil sehr schnell und viele Fehler auch verzeihen kann und sehr sportlich, also für eine Rallye sehr gut ausgelegt war und einen fähigen Fahrer auch Rallye-Siege damit fahren kannst. Aber manche sagen sogar, es müsste von der Technik sein bei dem 131er Fiat, dass er halt mit auch Rallye-Siege auch einfahren konnte, auch wenn er diesen leistungstechnischen Nachteil hat, weil Einzelradaufhängung war schon immer was Besonderes in der Rallye gewesen. Andrea Scheller hatten ja noch hinten Starrachse gehabt und Plattfedern, das schon gut war, aber viele sind dann halt ja wie Fiat mal auf Radaufhängung gegangen und sind damit sehr erfolgreich gewesen. Und dadurch hat er auch ein hohes Grip-Level gehabt, dieser Wagen mit der alten Radaufhängung. Und ja, dementsprechend war er auch sehr flott unterwegs in den Rallyes seiner Zeit. Wir schauen mal, ob er hier auf der Teststreckenrunde auch ein paar Fahrzeuge aus seiner Zeit schlagen kann. Weil ich würde sagen, die Rundenzeit, die ich mit dem Stratos gefahren habe, die wird wahrscheinlich nicht die sauberste gewesen sein. Weil ich wäre der Meinung, dass der Stratos sogar eine noch schnellere Rundenzeit fahren könnte. Dementsprechend beweist das auch, wie schwierig der Stratos auch erstmal zu fahren ist und zu beherrschen ist. Aber schauen wir mal.
So, und auf der Testungstabelle angekommen, nicht Tabelle angekommen, sondern wir gucken jetzt auf die Rundenzeit schon mal. Haben wir eine 1 Minute 12, 867 und ich meine, der Lancia Stratos war 0,01 Sekunden schneller. Es muss schon sagen, auch der Abarth 131er fährt sich sehr sportlich. Also ich konnte fast jede Kurve richtig mit Vollgas nehmen. Ich kann sogar aufs Gas lassen und das Heck ist nicht ausgebrochen. Hat richtig viel Grip auf der Hinterachse und du merkst wirklich, dass dieser Wagen sehr, sehr sportlich ist und ja, und dass der Lampredi-Motor aus dem Fiat von man 16V Motor auch sehr kraftvoll ist. Und ja. Und du merkst halt, dass er halt vom. Er ist einfach sportlich abgestimmt. Du kannst ihn richtig in die Kurve werfen. Das Heck, er hat so viel Grip auf der Hinterachse, du kannst ihn nicht aus der Fassung bringen. Und wenn er doch quer kommt, kannst du sogar driften. Und du kriegst ihn wieder unter Kontrolle. Und du kannst aufs Gas bleiben halt, weil. Die 140 PS, die reißen ja nichts, die reißen noch keinen Baum vom Außenwurzeln, aber dafür ist das Fahrwerk so gut abgestimmt, du kannst richtig Vollgas die Kurven nehmen, du hast das Gefühl, du fährst, hast deutlich mehr Leistung, aber der Motor hat ja nur 140 PS und das ist halt schon unglaublich, der hat auch gute Bremsen der Wagen, aber der Motor lebt von der Drehzahl, du musst ihn richtig drehen im Motor, er lebt richtig von der Drehzahl halt. Tja, wie gesagt, er lebt von der Drehzahl. So, dementsprechend machen wir mal einen Highspeed-Test. Highspeed-Fahrt. Und lassen mal den Top-Speed-Test mal, glaube ich. Na, wir machen den doch. 190 sollen wir doch hinkriegen, glaube ich. 190 könnten wir hinkriegen. Geschweige denn, wir rein die Top-Speed schon. Ja, also gut. Wir fahren jetzt den Highspeed-Test, also wie er sich im Highspeed-Bereich gefällt, weil du merkst halt einfach, er ist vom Handling her sehr, sehr gut. Der Wagen vom Handling her, also wir haben sogar Oldtimer-Reifen nur drauf. Und dass er so viel Grip hat mit den Oldtimer-Reifen, das ist schon das richtig gute Reifchen, die er drauf hat. Schauen wir mal, wie er sich jetzt verhält. Jetzt haben wir schon mal die Top-Speed-Angabe schon übertroffen bergab, aber nur. Was auf eine ebene Fahrbahn hinkriegt, weiß ich nicht. Aber dafür wissen wir eins, der Wagen ist bald im Drehzahlbegrenzer. Ich kann schon mal sagen, also geht es ja nur bergab, aber vom Gefühl her schafft er 190, aber schneller als 190, verdammt. Also da habe ich sogar den Top-Speed-Test sogar mit angegriffen gehabt. Aber wie er jetzt hier durchzieht, er tut sich halt schwer, auf Top-Speed zu kommen, das kann ich schon euch sagen. Da kämpft er eigentlich nur noch gegen Luftwiderstand und der ist halt sein Endgegner. Dementsprechend brauchen wir heute keinen Top-Speed-Test zu machen. Wir springen dann gleich zur Rallye-Expansion und fahren ein paar Rallyes.
Aber im Highspeed-Bereich fühlt er sich auch wohl, also in den Kurven. Also dementsprechend ist er auch sehr direkt in Höhe. Also auch bei höheren Geschwindigkeiten hat er ordentlich Grip noch. Und bringt ihm nichts aus der Fassung. Langsam denke ich, dieser Wagen wurde draufgeklebt auf der Straße und will soll kein Grip verlieren. Ich gewinne. Ja. Nicht immer kann man gewinnen, aber schon wieder. Ja. Aber entsprechend wollte ich jetzt zur Rallye Expansion wieder hinspringen. Dementsprechend schauen wir uns eine Etappe an. Wir hatten noch was richtig Spaßiges. Nimm das da. Ah, und Top-Speed-Test mache ich nicht. Also, ich habe schon ein bisschen gemerkt, dass er halt auf Top-Speed schon sich ein bisschen abquillt, trotz 2 Liter Hubraum. Und ich habe ja auch ein bisschen gesagt, das ist auch ein weit, sagen wir so, ein Weiterentwicklung des 16V Lampredi-Motors ist. Lampredi hat ja diesen Motor ja konstruiert für den 124er Spider Sport aus dem Fiat. Ja. Dem es ist. So. So, schauen wir mal. Wir sind dort. Wir haben eine Rallye. Und wir müssen mal den Race, also im Rudel, mal gewinnen. Wir müssen mal, dass wir mal eine Rallye-Rudel gewinnen. Schauen wir mal. Wie er sich in den Rallyes verhält, weil in der Rallye haben wir den jetzt noch nicht gefahren. Wir fahren jetzt 2 Rallyes und dann gucken wir mal, wo er sich halt positioniert. In der Tabelle der schnellen Runden, sondern auf unserer Teststrecke. 5, 4, 3, 2, 1, los! Wir haben nicht die Kurve gefahren, dementsprechend in den Haus schneller. Wir haben einige Konkurrenten aus Hause Ford hier mit dabei. Und das ist halt, sind die typischen Konkurrenten des Fiats auch halt gewesen. Also Max hier, auch im zähen Zustand ist er hier auch in Rallyes, fühlt er sich überall, fühlt sich halt überall wohl. Jetzt geht's gleich durch die Sanddünen. Jo, jetzt sind wir anderen Sand. Jetzt in der Sand. Weil der Sand bremst sogar auch hier Fahrzeuge. Also der Grip-Unterschied spürt man hier auch immer. Dass hier der Sand sogar dieses Fahrzeug schon sich hier schwerer tut, die in den Sanddünen. Da brauchst du schon richtig Power. Und du brauchst eigentlich schon Allradantrieb. Aber er wühlt sich hier problemlos durch. Besonders hat ordentlich Grip hier. Auch noch. Da
Mein getunten Fahrzeugen verließ sehr viel Zeit auf diese Strecke immer. Der fährt sich hier, will sich ja hier durch. Jetzt war jetzt ein Fahrfehler von mir, es hätte vom Gas wieder runtergehen müssen, dass er wieder Grip hat. Der Kaufpauschale ist schon richtig. Schon. Er fehlt schon Leistung, er fehlt schon Leistung. Und dementsprechend gibt das. Ja, jetzt kommen wir zu einem Treckenabschnitt, wo jeder sich hier schwer tut. Ja, jeder kleine 131er. Der sich hier durch die Sandgrüben wühlen muss. Richtig schnell unterwegs. Also. Gemeinsam besser, habe ich Frage schon. Jo, gut. So, jetzt fahren wir diese Etappe. Als letztes Rennen. Avatar uns durchladen. Jetzt drück 17 fahren. Die Turbo-Volvo sind einfach stark. Das muss man auch sagen. Territorium wieder.
So, dementsprechend sehen wir uns auf der Teststreckentabelle. Bis gleich. Und auf der Teststreckentabelle angekommen, sehen wir den Fiat Abarth, je nachdem, wie ich jetzt den Namen hier falsch geschrieben habe, setzt er sich mit der 1 Minute 12.9 hinter dem Ford Sierra RS 500, was ich schon unglaublich finde. Also, er hält mit den stärken Rallye-Fahrzeugen richtig gut mit, auch wenn er halt vom Index immer im Nachteil ist. Was er aber schlägt, da müssen wir mal nach hinten gucken. Ja, ein BMW M5 schlägt er, ein BMW M3 schlägt er, Mitsubishi Eclipse schlägt er, einen Honda CX, ein Mazda X7, ein Mitsubishi Galant, Toyota Supra MK3, ein Lexus S10, GMC Cyclone, ein MG3 2015, ein Renault 5 Turbo 1 und so weiter. Eieieiei. Ich könnte jetzt sagen, er schlägt sehr viele Fahrzeuge mit seiner Performance halt. Und dementsprechend sage ich Adios, Amigos. Wir sehen uns gegebenenfalls erst am Sonntag wieder in der Let's Play-Folge. Und sag Tschüss mit Üs.